So, Freunde, es wird langsam mal Zeit für einen Schrottplatzrundgang. Wir fangen auch mal direkt hier mal an mit mit der Schlachtbank, was aktuell auf der Schlachtbank los ist. Hier haben wir den Cadillac, den wir vorhin in dem Ankunft neuer Schrottautos Video gesehen haben. Also, Schlachtbank ist das jetzt hier. Das ist alles die Schlachtbank, auch die hier. Schlachtbank bedeutet, für Leute, die es jetzt nicht wissen, das sind die Modellautos, die als nächstes zerlegt werden. Also die in den nächsten Tagen, Wochen und so weiter halt zerlegt werden. So, wir fangen mal an. Der Cadillac von vorhin, von Anson. Ein Value-VW-Bus. Dodge Challenger von Solido. Ein Porsche von Revell. Der Autoart ist gerettet worden. Der wird nicht mehr zerlegt. Dann haben wir ein CMC-Mercedes. Bentley Continental Mini Champs, ein Anson Twingo, der Ertl Land Rover, ein CMC Maserati, hier ein Peugeot 908 TDI, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, der Cadillac mit der Zinkpest, ein Pagani Huayra. Dann haben wir hier den SEC, den habt ihr auch vorhin wahrscheinlich in dem Video gesehen. Was verbirgt sich da in der Otto-Verpackung? Renault Clio RS, okay. Ein BMW E30 Touring, ein Mustang, ein Dodge Monaco Polizeiauto. Ungewöhnlich in Rot-Weiß. Also, ungewöhnlich für ein Polizeiauto aus Amerika. Hier ist ein BMW 3720 von Güloy oder Gültoy, Güloy aus Metall, sehr hochwertig verarbeitet. Ein Lambo V12 Vision, ein Lambo Sian. Sie an. Und ein Citroën-Dings. Dann haben wir hier eine Corvette Stingray. Das ist die 20er-Version, ne? Ja, 2020. Dann haben wir hier noch das 69er-Pendant. Oh Gott, ist das hier eng. Dabei ist eng ein dehnbarer Begriff, aber nicht hier, ey. Dann haben wir den Bentley Maestro. Bentley Continental Cabrio von Maestro. Dann ist hier ein Ford Model A. Was haben wir hier? Ein Pontiac GTO Judge. Ja, cooler Scheiß. Ein XO. Ja, aber irgendwie kann man den gerade nicht erkennen, welcher XO das ist. Irgendwas Neueres. Ich glaube, das ist ein Mini Cooper. Ja, ist ein Mini Cooper. Monte Carlo Mini Cooper, was haben wir hier? Ein Dodge Charger. Ein Opel Kadett. Der wird jetzt bald zerlegt. Ein Golf 4. Hier ist noch ein Ford Model A drin. Ein Jaguar von Autoart. Dann haben wir hier noch ein Porsche. Was ist jetzt hier drin? Das ist hier. Mustang, Cobra Jet. Ein MG Metro. Ein Renault, Renault A110. Mit der Kadett von eben. Gut, hier ein Formel 1 Auto. Das ist ein 350er SL. Ein GMP Mustang. Ein BMW M1. Ein Renault Major, eine S-Klasse. Dann ein Hot Wheels Elite, eine blablabla. Hier Ford Expedition. Und hier haben wir ein Lamborghini Murcielago von Kyosho. Und da haben wir ein Modellauto. Ganz überraschend ein Modellauto. Ein Subaru Impreza. So. Da haben wir noch ein Peugeot 205. So. Das wird wieder ein Schlachtfest. Viel Arbeit. Viel Arbeit. Viel zu viel Arbeit. So. Da haben wir ein Z4 vom Motormax. Das wird jetzt ein ausführlicher Rundgang. Ne? Wie ihr seht, über den Köpfen muss der Motorautoschrottplatz unendlich weit sein. Strich 8er. Stricher 8. Was haben wir denn da? Stoßstange.
Ein Modellauto vom BOS auf jeden Fall. Was haben wir denn da? Ach, hier Mahari. Da ist irgendein Kyosho BMW drin. Ein MCG. Bestimmt ein Porsche 924er. Nee, ein Formel-1-Auto. Hier was von Ixo. Keine Ahnung. Ein 87er Pontiac Firebird. Irgendwas Amerikanisches. Was ist Pontiac GDO? Da verbirgt sich auch wieder ein Kyosho BMW. Ixo hat echt eine scheiß Verpackung, ne? Ein Hyundai. Da haben wir ein Peugeot. Und dann hier Delta. Porsche 39. Porsche 356. Ein Capri und ein Dino. Ja, hier oben hat sich eigentlich nicht mehr so viel getan. Da steht noch ein Golf 2, da ein Lancia Aurelia, da ein BMW M5, ein Touareg 2, ein Auto hat Corvette, ein Opel Commodore. Der ist, glaube ich, neu dazugekommen. Dodge Ram Charger, oh je. Puzzle. Mercedes 560 SEL. Da ist auch bestimmt Mercedes drin. Gelax. Und Juni Superleggera. Golf 3 Cabrio. Dodge Royal Custom. Oh, ein 5er von MCG. Station Wagon, ein Rücklicht, Abstoßstange hinten abgebrochen, ein Rad abgebrochen. So, was haben wir denn hier? Das ist hier ein Golf 3 Cabrio. Toyota Supra von Greenlight. Der X4 steht auch schon so einen längeren hier. Pontiac GTO. Eine S-Klasse, die ein bisschen verbastelt ist. Ein Twingo. Ein Modellauto von BOS. Rolls-Royce Silver Spirit. Oh. Ja, Joten hat sich nichts getan. Die stehen schon seit beim letzten Mal schon da. Ach, guck mal hier. Diecast Modellauto. Ach, oh Gott. Suzuki Jimny. Tatra. Tatra und das müsste, glaube ich, hier unten ein Mercedes sein oder irgendwie sowas. Ne, ein BMW. Also in jeder Ecke verbirgt sich ein Modellauto. Ein Ford GT von 2015 oder irgendwie sowas. So, jetzt gehen wir mal hier in die Dunkelheit zum Schrottplatz. Hier haben wir den DAF-LKW und den Peterbilt. Den habt ihr schon bei Ankunft unserer Schrottautos gesehen. Weil da hinten auf der Schlachtbank kein Platz für so fetten LKWs sind, musste ich die umparken. So, jetzt sind wir hier schon mal bei der Mercedes-Ecke. Da sind ein paar Modelle dazugekommen, neu. Unter anderem der Mercedes 450 SEL von Revell. Ein W123er von Revell. Was ist noch hier dazugekommen? Die waren schon alle da. C-Klasse von Norev, T-Modell. Mini Champs SLS. Der Mercedes ganz oben ist neu dazugekommen. Ja, sonst eigentlich alles bei der alten. So, wir gehen mal hier switchen nach oben. Da haben wir zwei NSUs. Und was haben wir hinten in der zweiten Reihe? Ein Astra, Opel Commodore und hier die P1 von Mini Champs. Escorts von Sansa und 999. Aber meistens sind sie von 999, die ein paar Cabris von Mini Champs. Hier ist nicht wirklich viel dazugekommen. Ich glaube, ein Escort oder irgendwie so ist dazugekommen. Keine Ahnung. Und der Caravan, glaube ich, ist auch noch wieder dazugekommen. So, jetzt haben wir die LKW-Ecke. Hier sind natürlich viele dazugekommen. Beim letzten Mal standen, glaube ich, hier nur die vier. Und jetzt sind die noch dazugekommen.
Der Actros wird definitiv auch noch zerlegt. Aber wie gesagt, kein Platz da hinten. Maybachs. Also hier ist jetzt nicht wirklich viel dazugekommen. Die beiden Bugattis sind dazugekommen. Die Charleston Ente ist dazugekommen. Der DS, der vorhin noch da war. Der kleine Peugeot. Ich hatte, einen Arbeitskollegen mal gehabt, der konnte, der war Russe, also Kasachstan. Und er konnte Peugeot nicht sagen. Und er hat immer Peugeot gesagt. Ja, Peugeot, ne, hört sich auch an. Hat zwar erstmal keiner verstanden, aber wir wussten, was er meint. Er meinte nämlich ein Auto. So. Ja, hier ist nicht wirklich viel dazu gekommen. Die Eleanor ist, glaube ich, vom letzten Mal noch da. Der Muster, die Corvette ist neu dazu gekommen. Der Brockham ist jetzt auch bald dran. Hier ist ein 3er BMW dazugekommen. Der 3er BMW ist dazugekommen. Die Isetta da hinten ist neu dazugekommen. Hier der E91er ist neu dazugekommen. Die haben sich hier soweit nicht geändert. Bei VW ist, glaube ich, ja, die beiden Käfer sind neu dazugekommen. Die Golf 1 sind neu dazugekommen. Der TT ist neu dazugekommen. Der Karmann ist neu dazugekommen. Sonst ist nichts neu dazugekommen. Der S-Type ist neu dazugekommen. Sonst ist, glaube ich, nicht so wirklich spannendes neu dazugekommen hier oben. Der ist neu dazugekommen. Der Z3 ist neu dazugekommen. Und der Mini Cooper ist neu dazugekommen. Und ich glaube, auch hier einer von diesen normalen Z3s ist auch noch dazugekommen. Hier ein paar Noref Porsche, Burago Porsche sind teilweise auch neu dazugekommen. Was ist das? 39er oder 964er ist neu dazugekommen. Der da hinten auch. Der ist auch neu eingetroffen. Also hier ist eigentlich immer eine gute Zirkulation, finde ich. Der ist auch neu dazugekommen. Der pinke Cadillac ist neu dazugekommen. Der schwarze Porsche ist neu dazugekommen. So, dann sind hier noch ein paar Solidos, Rokorossen, Solidos. Und so, jetzt ist hier eine Erweiterung dazugekommen. Ich musste hier nämlich wegen den LKWs ein bisschen umpacken. Und hier sind ja so ein paar sonstige Modelle. Die beiden Bugattis, die sind neu dazugekommen. Der eine ist von Burago, der andere ist von Kyosho. Der ist von Burago und der ist tausendmal besser. Die 356er, wir haben einen neuen Plätzchen gefunden. Eine Ferrari, meine Italo-Ecke. Ich nenne die mir Italo-Ecke, weil da sind Ferrari, Maserati und Lamborghinis. Da ist auch hier der total zerquetschte 550er Maranello dabei. Der ist auch neu dazugekommen. Der Maranello ist auch neu dazugekommen. Aber sonst ist hier nichts Spannendes dazugekommen. Ja, überall sind welche. Der Ferrari ist auch neu dazugekommen. Das ist ein 512 TR von Hot Wheels, der ist auch neu dazugekommen. Ja, interessant, ne, so ein Schrottplatzrundgang. Ja, bitte fragt jetzt nicht, ob ich das ein oder andere Modell hier verkaufe. Das ist für mich wie eine Bank, müsst ihr euch vorstellen. Die Dinger werden jetzt hier zwischengelagert und wenn Bedarf ist, hole ich hier raus und dann verdiene ich mein Geld damit. Das ist quasi so ein Speicher. Ne, und ich verkaufe die nicht unter Wert, also unter den Teilewert, nicht unter dem Modellautowert, sondern unter den Teilewert, weil ich bin ja ein Ersatzteilhändler. Ich muss ja die Teile verkaufen dieser Modelle. Und wenn ich so ein Modellauto halt ankaufe, bewusst einkaufe, wie zum Beispiel dieser Citroën hier, den habe ich auch bewusst gekauft, weil ich keinen mehr auf Lager hatte, dann weiß ich, was die Teile halt wert sind, die noch heile dran sind. Und dementsprechend kaufe ich die Dinge halt ein. Ne? Deswegen lohnt sich das für mich auch nicht, den jetzt als defekt weiter zu verkaufen. Da mache ich keinen Gewinn mit. Und deswegen mache ich das nicht. Deswegen verkaufe ich die Dinger hier alle auch nur in Teilen. Aber wenn jetzt einer sieht, zum Beispiel den Spiegel hier oder so, ich brauche den ganz dringend, kann mir natürlich eine Mail schreiben. Dann baue ich ihm den Spiegel ab. Das geht. Deswegen sieht auch dieser Mercedes auch so zerrupft aus. Und der CL ist recht. Da sind auch immer wieder Leute hingekommen und haben gesagt, ich brauche die Haube, ich brauche den Grill, ich brauche die Felgen, ich brauche die Achsen. Ne, und dann dementsprechend sieht er halt so sehr zerrupft aus. So, das war's mit dem Rundgang. Und wie gesagt, verschont mich bitte mit diesen Anfragen. Ich beantworte die nicht, auch wenn ihr ein Stammkunde seid. Nee, geht nicht. Also wie gesagt,
Ich verdiene mein Geld mit den Teilen. Teile verkaufe ich euch gerne, aber nicht das ganze Modell. So, das war's mit dem Rundgang. Ich hoffe, es fand ihr die interessant. Bleibt mir treu, lasst ein Abo da, falls ihr noch kein Abo da gelassen habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.